Hallo und willkommen zurück. Ach Quatsch, ich bin ja hier in Woodman's Lee. Wir wollten hier, Woodman's Lee, da sind wir ja. Wir wollten zurück in die Baker Street mit den Wiggins-Kindern reden. Gucken, was sie uns berichten. Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Aha. Hugh Pattens, Matrose, James Lancaster, Steuermann, Patrick Kearns, Harpunier, John York, Smoothie. Ich kann das unterstreichen. Soll ich irgendwas unterstreichen? Warum kann ich das unterstreichen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch zwischendurch wieder eine. This is interesting. Let us review the other sailors now. This is interesting. Let us review the other sailors now. This is interesting. Mm-hmm. Let us review the other sailors now. Okay. Wo macht er es denn? Wo macht er es? This is interesting. Let us review the other sailors now. Hä? This man is a harpooner, and his initials are PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. Ach Gott, bin ich bescheuert. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. Guten Morgen, sag ich da dazu nur. We found Patrick Cairns. Good job. PC und Harpunier. He lives in a small furnished dump of a room. But he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war jetzt also. Hallo? Das ist, ja, das ist so das, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Natürlich. PC. Die Initialien und er war Harpunier und wir brauchen ja einen großen, kräftigen Mann. Okay, das hier ist nichts. Patrick Kearns. Hahaha. Wenn der Tabakbeutel Patrick Kearns gehört, zeigt das, dass er am Tod war, aber das muss erst beweisen. Gewusst werden. Ich glaube. Without alarming him, I had better dress as a sailor. Ich muss dann, glaube ich, gleich mal eine Aufnahmepause machen. So, und er wollte sich, es wäre jetzt besser, wenn er wie ein Sailor aussieht, wie ein Seemann. Haben wir denn ein Matrosen Klamotten? Freizeitanzug? Aufgeknüpft. Seemann. Ja, hier ist Seemann. Ja, läuft. Seemann. Und dann machen wir uns noch ein bisschen. Nee, ich würde mich erst noch ein bisschen. Okay, nee, Brillen geht gar nicht. Aber Bart, oder? So gehen wir doch als. So gehen wir doch als Seemann durch, oder? So gehen wir zurück. Bisschen. Ja. So gehen wir als Seemann durch. Komm auf. Watson, hast du mir noch was zu sagen?
Ach so, ja, okay, gut. Alles klar, gut. Dann wollen wir mal schauen. Hier. Sea Witch. Und vielleicht ein bisschen unkenntlich machen. Genau. Ach ja, genau. Der Seemann raucht Pfeife. Hallo, hör mal auf mit dem Kram. Also, ich brauche einen großen, kräftigen Mann. Der sieht mir kräftig aus. Okay, dann der. Hello there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling and arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. Was? Betrachten Sie den Gesichtsausdruck von Patrick Kearns, um seine Aktion zu erkennen. Attackieren. Oh Gott, was ist denn? Wer liest denn so schnell? Attackieren, verteidigen, warten und reagieren Sie dann entsprechend darauf. Achten Sie auf Ihre Ausdauer. Okay. Sein Gesichtsausdruck verrät mir, was er macht. Okay, okay, okay. Hä? Das habe ich nicht ganz verstanden. That's the arm that killed 100 whales. Care to lose another 10 shillings? Machen wir weiter. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. Okay. Ah, jetzt muss ich... Es ist sehr schwer, seinen Gesichtsausdruck zu lesen. Ah, das gibt's ja nicht. Zum Glück kostet mich das gar nicht, das Geld, du. Ja, ja, bla. Okay, wie machen wir das am besten? Ja, machen wir weiter. Ja, ja. Welcher Gesichtsausdruck sagt mir denn was? Das kapiere ich nicht. Ich weiß nicht, welcher Gesichtsausdruck mir was sagen soll. Nee, ich gebe auf. Vielleicht redet er dann mit mir. Na toll, ich dachte, er erzählt mir dann trotzdem was.
I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money. Ja, ja, komm. Nee, 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 nee. Ich sehe es nicht am Gesicht, das ist voll komisch. Das rumgewackelt da ein bisschen. Ach komm, leck mich doch. Ah ja, komm. Irgendwie auch mal 100 Wale erlegen. Halt die Klappe, Mann. Und dann halt nicht, dann machen wir es ohne irgendwie. Ja, ich gebe auf. Traff ich nicht. Ach so, aber es geht nicht weiter. Ach, kann ich das, wenn ich mit ihm rede und dann einfach überspringen drücke, machen wir weiter. Kann ich nicht einfach überspringen, dass es das dann... Ja. Ach, guck an. Ach, pff. Toll. Was? I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money. Hä? Ich hatte ihn doch. Ja, ich überspringe das wieder. Ja, komm. Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Why do you say poor? You're not working. I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So as a result, I find myself arm wrestling to pay for my drink. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace. Damn Black Peter, Great Roger, we sailed to the Cape of Good Hope. Ah, hier, da hat er ihn genannt, Schwarzer Peter, ja? Peter, you say? We've heard rumors about that one. He was worse than all. He's a liar, a violent too. Swinging those fists of his around. He's a tyrant, and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see, yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Mm-hmm. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn. And I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. Okay. One evening, we saw a little craft. Been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. Das war der Anna. The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. Mhm. Ich guck erstmal, was mir hier so auffällt.
Okay. Kräftige Arme. Na toll. And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage is just a tin box. Mm-hmm. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. Yeah.